Eine der größten Wandlungen in der Autobranche findet dort statt, wo man es am wenigsten erwartet. Bei den Nutzfahrzeugen. Neue Mobilitätskonzepte wie E-Mobilität verfolgt Volkswagen Nutzfahrzeuge seit den frühen 70er Jahren. Damals baute das Unternehmen bereits 200 E-Bullis und war damit seiner Zeit voraus. Ein aktuell aufwendig umgebauter T1 E-Transporter ist wie eine symbolische Brücke zwischen der legendären Vergangenheit und der nächsten Generation von Nutzfahrzeugen. Der neue Super-Bulli, der vollelektrische ID.Buzz, wird bereits mit großem Interesse erwartet. In den USA ist er sogar schon im Museum zu bewundern. Ich denke, der ID.Buzz ist dafür ein perfektes Beispiel. Er greift zurück auf die Zeiten der alten Volkswagen-Transporter. Hier in Amerika nennen wir sie zum Beispiel Microbus. Diese Busse stehen für einen bestimmten Lifestyle, der mit dem Volkswagen-Transporter zusammenhängt. Der Microbus war eine Weile weg. Jetzt sehen wir ihn mit dem ID.Buzz zurückkehren. Das ist sehr interessant für uns. Es ist die Nostalgie des alten Volkswagen-Transporters vermischt mit moderner Technologie und einem Umdenken, was Fahrzeuge für uns bedeuten. Also ein Teil Vergangenheit, ein Teil Zukunft. Das sind immer die aufregendsten Stories. Auch wenn der elektrische ID.Buzz nicht vor 2022 in den Autohäusern steht, saubere, nachhaltige Antriebstechnologien sind weiter im Kommen, wie der steigende weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen zeigt. Das gilt auch für Transportfahrzeuge. Gerade Unternehmer, die eng mit der Natur arbeiten, wünschen sich elektrische Antriebe. Wir sind in Norditalien, im Piemont. Hier leitet der Winzer Pico Macario ein weltweit agierendes Weingut. Er möchte seinen Betrieb noch ökologischer gestalten und testet darum gerade einen Elektrotransporter. Natürlich sind wir sehr am Umweltschutz interessiert. Zunächst mal, weil wir die vierte Generation unserer Familie repräsentieren, die hier lebt und Wein anbaut auf diesem Territorium. Macario nutzt das Fahrzeug jeden Tag. Zum Beispiel liefert er persönlich aus an seinen Freund Max, der ein Restaurant betreibt. Diese Arbeit verbindet uns mit dem Land. Wir fühlen uns verantwortlich für die Natur, um sie zu erhalten. Wir wollen die Arbeit so ökologisch wie möglich gestalten, auch für die, denen wir das Land weitergeben. In naher Zukunft plant der Winzer, seine gesamte Flotte auf vollelektrische Fahrzeuge umzustellen. Aktuell testet er einen E-Transporter, umgebaut von Abt. Das Allgäuer Unternehmen kommt aus dem Tuning-Bereich und hat eine reiche Rennsport-Vergangenheit. Seit 2009 gehört Elektromobilität ebenso zum Angebot wie Highspeed und Co. Zum Beispiel die Formel E. In einer nahegelegenen Fertigungshalle tunen Experten die ehemaligen Volkswagen-Transporter mit Verbrennermotor zum leisen, emissionsfreien Elektronutzfahrzeug. Wir haben hier auf der linken Seite im Motorraum jetzt die kompletten E-Komponenten, kann man sagen. Auf der rechten Seite ist es mechanisch noch das Getriebe, DSG-Getriebe, wie man es aus dem Dieselmotor raus kennt. Und eben hier auf der linken Seite in dieser Gussglocke, die wir entwickelt haben, sitzt dann der Elektromotor. Den sehen wir hier. Das ist eine kleine Maschine, wenn man sieht von den Abmaßen her, die liefert 82 kW Peakleistung. Wenn man mal überlegt, wie groß der Verbrenner wäre, wäre wahrscheinlich so ungefähr wie der Tisch und noch einen Meter hoch. Dieselbe Leistung hier aus dieser kleinen E-Maschine, eben in Verbindung dann mit dem Elektromotor. Das Produkt Transporter zum Beispiel verwandelt sich momentan in ein digitales, elektrisches, vernetztes, vollautonomes Vehikel, das vollkommen neue Mobilitätsservices möglich macht.